Es ist wohl nur Zufall, dass ausgerechnet dieses Fahrzeug nur wenige hundert Meter von der Geismarer Mülldeponie entfernt verunglückt ist. Ein Müllwagen einer Firma aus dem Landkreis Kassel ist am Montagmittag auf der Bundesstraße 253 umgekippt. Laut Polizei war der Fahrer aus Unachtsamkeit mit dem schweren Fahrzeug auf die Bankette und in den Straßengraben geraten. Beim Versuch, einen Unfall zu vermeiden, riss der Fahrer vermutlich das Lenkrad herum, dabei kippte der Wagen um. Der 47-Jährige und seine beiden Beifahrer, 32 und 43 Jahre alte Männer, erlitten Prellungen. Die Bundesstraße war fast 4 Stunden lang bis kurz nach 16 Uhr voll gesperrt. Eine Spezialfirma aus Kassel rückte mit einem Kran und einem Abschleppfahrzeug an. Der Kran hob den Müllwagen wieder auf die Räder. Eine Stromleitung, die an der Unfallstelle über der Straße hängt, war zum Glück kein Problem. Zunächst war befürchtet worden, der Kran könne nicht weit genug ausgefahren werden. Der Strom musste dann aber doch nicht abgestellt werden. Müll fiel bei dem Unfall nicht aus dem Wagen. Allerdings lief Öl aus, das den Fahrbahnbelag beschädigen könnte, sagte ein Mitarbeiter von Hessen Mobil. Die tiefen Kratzer, die durch den Unfall im Asphalt entstanden sind, sollen durch ein Kaltmischgut behoben werden.